Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Coded Arms im Special. Ja, wir sind das letzte Mal gestorben durch dieses hässliche Käfergetier, was weiß ich, was das sein soll, irgendein Urkäfer. Und ich habe jetzt nochmal zweimal versucht, mich an dem Teil, bin zweimal gestorben, aber ich habe was Geiles rausgefunden. Und zwar funktioniert hier diese Honigtopfgranate. Wer sich daran erinnert, die Honigtopfgranate erstellt sozusagen ein Dummy. Weiß jeder, was ein Dummy ist? Ich hoffe. Jedenfalls, dieser Dummy lenkt diesen Mantis auf den Dummy um. Also nicht, er ist nicht mehr auf mich fixiert, sondern auf diesen Dummy. Und das heißt, ich kann ihn von der Seite die ganze Zeit angreifen. Und das ist geil. Denn so kann ich ihn die ganze Zeit richtig schön beballern. Ich habe 12 von den Teilen. So kann ich in die ganze Zeit richtig derbe viel Leben abziehen. Oh, wieder die Sniper rum, ey. Mit denen habe ich zweimal gerade Spaß gehabt. Und ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Munition. Damit ich dann auch ein bisschen länger draufballern kann. Und die ganze Zeit rumlaufen muss, wegen Munition holen und allem. Naja, freu dich. Ja, mein Kleiner, ich weiß, dass du aggressiv bist. Halt jetzt unserem Kampf raus, dankeschön. So, ich will nur rumlaufen, um Granaten einzusammeln. Dankeschön. Also, Munition einzusammeln. Blitzwerfer brauche ich aber nicht. Scharfschütze, naja, gut. Um die Leute zu töten da oben, die da so, ne? Au, mitten in mein Face, dankeschön. Das ist jetzt ein Moment, wo ich das jetzt zum ersten Mal demonstrieren werde. Hey, Judgment da. Ja, gut. Komm her. Na komm. Guckt euch an, wie viel Life ihr eben abziehen könnt. Guckt euch das an, Alter. Das ist echt viel, muss ich sagen. Ich sag mal, nehmt der her. Judgment haut ihm wieder zwei in die Seite rein. Ja, okay, das erstmal jetzt nicht richtig getroffen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Taktik, um gegen das Vieh ankommen zu können. Weil anders schaffst du es eigentlich nicht. Ist ja, du bist ein übelster Pro. Was ich leider nicht bin. Und ich jetzt wieder was in die Seite ramme. Deshalb, weil ich kein Pro bin. Ah, der scheiß Sniper da oben, ne? Warum spawnt der eigentlich auch die ganze Zeit? Hau ab! Lass mich in Ruhe! Jawohl, schön. So, weiter geht's. Wo ist er denn? Da ist er. Hol die Honigtopfgranate. Hol dir die Honigtopfgranate. Jawohl. Jawohl, so ist gut. So ist schön. So will ich das sehen, Mann. Und das jetzt immer so weitermachen. Und dann ist er nämlich bald fällig. Der Sack. Der Kunde. Man hört aber auch so ein schönes Geräusch, dass er sich gerade umfixiert. Mal, jetzt habe ich gar nicht gut getroffen. Scheiße. Und zieht denn das jetzt auf jemanden schnell ab? Au. Ja, warum ist denn die auf immer die LOL. Hau doch mal ab. Hier, gönn dir eine Honigtopfgranate. Wie wenig wir eben abgezogen haben. Ist aber ein bisschen komisch jetzt, muss ich sagen. Also vorhin hat das nacheinander die ganze Zeit geklappt. Naja, er hatte auch noch, was weiß ich.
so wie, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich habe wahrscheinlich noch zweimal schießen brauchen und dann wäre er tot gewesen. Höchstwahrscheinlich. Jetzt hört das. Jetzt hat er sich gerade umentschieden. Oder? Ja. Ist jetzt so eine Mistratten da oben, wa? Schon peinlich, dass ihr euch mit sowas abgeben müsst, ey. Ja. Jetzt hat er sich wieder drauf fixiert. Fällt das mal runter. Springt hoch. Ja gut, jetzt hat's ein bisschen, war's ein bisschen buggy. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich hab grad keinen Bock mehr auf dich. Du kriegst mir halt echt auf die Nerven. Komm, fixier dich wieder um. Jawohl. Warum fixiert er sich denn nicht um, Mann? Mann, das ist doch kacke. Ich will ihn jetzt endlich down kriegen. Der hat noch nicht mal die Hälfte verloren. Was denn das? So denn das? Wieso kriege ich eigentlich nur noch so wenig Munition? Da brauche ich zu viel. Das ist ja natürlich schlecht. Jetzt hat er sich gerade wieder umfixiert. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, finde ich. Ich hasse diese Sniper da oben, ey. Jawohl, Judgment erworben. Das ist gut. Komm her, mein Kleiner. Wow, wow, wow. Oh, jetzt haben wir einen schönen getroffen. Sehr schön. Alter, meine Hände sind kalt, weil kein Blut reinfließt. Ja. So hätte man die PSP ein bisschen runter, damit auch meine Arme unten sind und Blut reinfließen kann. Ich habe keine Honigtopfgranaten mehr. Es ist schlecht. Ja, muss ich eben so versuchen, zu Ende zu bringen. Ich habe nur eine Virusgranate, das könnte auch ein bisschen was bringen. Du triffst mich garantiert nicht mehr so schnell, mein Kleiner. Oder doch? Hat mir das überhaupt was abgezogen, was wir jetzt mal wissen. Naja, gut, ein Stück. Geht aber. Oh, jetzt hat er rumgebrüllt. Hau ab! Scheiße. Mann, warum brenne ich denn? Alter, so ein Scherz. Leute, ich gebe auf. Ich ertrag dieses Vieh jetzt einfach nicht mehr. Das war's. Ich werde noch hier ein bisschen rumgammeln und ein bisschen Waffen aufwerten, damit er schneller stirbt, aber ja, wahrscheinlich kommt in werde ich in einer Woche das nächste Mal wieder aufnehmen und dann, oder dieses Wochenende. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bitte die Bewertung nicht vergessen. Kommentare wären natürlich auch sehr nett. Was ich, über welches Thema ich sprechen kann, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.